So, Hallöchen, liebe Waifus und Hasbinos, der Manga. Ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mit Flo, ja. Moin. Wir sind beide ziemlich müde. Es ist ein Samstag, wir haben kurz nach 11 und eigentlich sind wir müde, aber irgendwie haben wir auch Bock, über ein bestimmtes Thema zu reden, denn wir wollten allgemein mal über Anime-Foren reden, weil sowas ist ja immer seltener, ne? Also, die gibt's ja kaum Foren noch. allgemein, Foren allgemein. sie sterben aus, muss man. Und wenn, dann sind sie meist nur irgendwie Platzhalter, aber so Diskussionsforen. Ganz wenig. Oder so verzweifelte, fast schon Nostalgieketten. Was wir jetzt hier in dem Fall, welches Forum, was wir vor allem besprechen möchten, und zwar Anime Miyako. Ein Forum, in dem ich mich 2007, meine 2007 war es, also es ist schon arschlang her, ganze fucking 10 Jahre und mehr, also Wahnsinn. Da habe ich mich zum ersten Mal dort registriert und für damalige Verhältnisse war das ein Forum, das relativ gut geboomt ist. Also das war randvoll. Jeden Tag hast du zig neue. Also vielleicht muss man vielleicht auch mal erklären, was ein Forum ist. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß. Ah, jetzt echt jetzt? Das ist Denn eine Videokassette. Eine was? ich weiß ja nicht. Also ich meine, heute kennt man sowas wie Reddit, ne? Oder Ja. man kennt Bilderforen, ja, so wie 4chan und Krautschan und wie sie noch alle heißen. So kann man sich's wahrscheinlich noch am ehesten vorstellen, nur halt ohne diese Bildkomponente. Man konnte Bilder posten, klar, aber Mit Oster und alles, ja. genau, also ja, im Grunde war es einfach ein Treffpunkt meistens für Leute, die irgendwas besprechen. Es gibt heutzutage auch noch Foren, vor allem bei MMORPGs, also so von gerade so bei den kostenlosen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass Ragnarok Online auch immer ein Ja, Forum hatte. es ist dann meist im Zusammenhang mit irgendetwas, so wo sich die Communities halt austauschen können und wo Anfänger dann halt Guides finden und was weiß ich. Oder es ist halt, es gehört dann meist, wie du schon sagtest, bei MMOs irgendwo dazu. Das ist fast alles, was irgendwie groß ist, hat irgendwie meist noch ein Forum dahinter. Selbst eBay zum Beispiel hat ein Forum. Aber so wirklich dieses. Wir haben nur ein Forum und das Forum ist das, worum es geht. Das Ja. gibt es fast gar nicht mehr. Es stimmt eigentlich, ja. Es ist meistens in Kombination mit was und meistens hast du dafür auch bezahlt, also oder es ist irgendein Angebot auf jeden Fall. Und auch mehr Hilfe und also jetzt Mehr oder gerade so weniger. Das bei Ragnarok war es ja mehr oder minder so ein ja. Bildhelfer, wo der dann gesagt hat, ach, das wäre ganz gut, wenn du Genau, das so genau. und Oder so skillst wie oder. installiere ich das und so und. Genau. Aber so richtig so Fanbase-Foren, so, die gibt's immer weniger, weil ja auch, sag mal, diese ganze Social Media Sache dazu gekommen ist, was es Ja. eigentlich auch im Grunde Das einfacher macht es macht. erstens obsolet und zweitens vor allem so in Communities, Fandoms, wo viel Bildgewalt hinter ist, da. Es ist halt dämlich, wenn du dann irgendwie erstmal woanders hochladen, dann machst du einen Link dazu und da gibt es halt so viele bessere Möglichkeiten mittlerweile. Und nur textbasiertes, da hast du dann wie gesagt Reddit oder sowas, wo du ein viel größeren Umfang direkt hast an Leuten, die eventuell dann auf deine Subreddits stoßen. Das ist ja viel einfacher und du musst dich nicht um irgendeinen Scheiß mit Host selber hosten kümmern, das ist ja noch viel besser. Ja, da kann man im Grunde eigentlich auch gleich einsteigen mit Anime Miyako auf dem Forum, wo wir halt schon ziemlich, ziemlich lange waren und was jetzt auf dem mehr als nur absteigenden Ast ist. Das ist aber auch einer der Gründe, warum wir darüber reden. Und ich finde halt einfach, man hat irgendwie im Laufe der Zeit bemerkt, dass immer weniger Leute Lust hatten, was zu schreiben. Das war so, es gab immer ein paar Leute, die haben dann mehr oder minder Alleinunterhalter gemacht, ne? Es gab halt eben Leute, die haben noch gerne in dieser Form miteinander gesprochen und diskutiert und so weiter. Und dann wiederum gab es einfach zu viele Watcher.
haben wir die genannt, oder dann zu viele Zuschauer, die da halt zugeguckt haben, sind da täglich rein. Wir hatten da so einen, vor allem einen ganz großen Thread, kann man sagen, der BDV, Bande deinen Vorposter. Das war im Grunde eigentlich nur, du hast einfach geschrieben, am Anfang war es noch, ich sag mal, das ist eigentlich auch schon ein gutes Beispiel. In diesem Thread war es so, am Anfang hieß es, dass man quasi den Poster davor bannen soll und irgendeinen Grund dazu schreiben Da soll. diese Ganz banal. Fohlenspiele halt, die kennen wir Genau. ja, genau. Genau, aber da war es dann anfangs noch dieses, ich banne dich, weil du eine Signatur hast, die meiner Ansicht nach viel zu klein ist oder sowas. Also das waren noch richtige Sätze, die ja ausformuliert wurden. Und irgendwann sind wir halt, ist es nach einer Zeit halt anstrengend, nach was weiß ich, 400 Seiten oder so, wo da schon gepostet wurden zu dem Es ist halt so Zeitpunkt. ein Talk geworden, ja. Ja, ist es ein Das Talk geworden und dann dadurch finde ich hat auch sich gut die. so. Ja, ich auch. Und dadurch hat sich das Ganze auch vereinfacht und dann wurde es irgendwann einfach nur noch Bann, Komma, weil und dann hat man einfach miteinander geredet oder diskutiert. Prinzipiell war es eine geile Sache, aber du hast halt bemerkt schon damals, dass es sich irgendwann vereinfacht hat. Und jetzt zu dem, sag ich mal, Zeitpunkt von vor ein oder 2 Jahren, 2 Jahren dürfte es gewesen sein, wo Anime Miyako so einen richtigen Einbruch hatte, wo einfach du gemerkt hast, es ist nur noch so, das ist nur noch der harte Kern da, ab und zu kommt mal so ein neuer, der guckt sich das Ganze an, ein paar sind hängen geblieben bis zum Schluss jetzt und andere wiederum sind dann wieder abgesprungen, weil sie gesagt haben, okay, das ist relativ kacke und langweilig, da gibt es einfach schon bessere Sachen. Du hast halt bemerkt, dass die Leute immer schreibfauler werden. Und das fand ich irgendwie schade, weil das ist sowas, wo eigentlich Spaß gemacht hat. Und ich habe es ja auch selber an mir gemerkt, wie ich und halt auch andere irgendwie allein schon wegen der Nostalgie und dem Ganzen versucht haben, immer irgendwie an diesem Forum noch dran zu hängen. Jeden Tag irgendwie automatisch schon das Erste, was man gemacht hat, wenn man in den Browser gegangen ist. Irgendwann kam halt der Punkt, an dem man einfach mal auf das Anime Miyako-Icon geklickt hat, um zu gucken, was haben die jetzt wieder Neues geschrieben, worum wird diskutiert und so weiter. Das werde ich auf jeden Fall in einer gewissen Form vermissen, aber ich finde auch die Qualität und die Leute, also der Art der Leute, haben sich im Laufe der Zeit verändert zum Man wird älter. Negativen. Oder noch schlimmer. Ja, also es sind sehr merkwürdige Leute dazugekommen. Ich kann nur mal ein Beispiel sagen. Also es sind eigentlich schon Gründe, wo man sagen kann, okay, René, ich verstehe, warum dir das vielleicht eventuell nicht mehr gefallen hat. Zum einen gab es einen Typ, der hat ständig irgendwie gelogen. Das hat man eben super angemerkt, aber keiner ist irgendwie drauf eingestiegen und jeder hat es ihm abgekauft, wo ich da jedes Mal gedacht habe, klar, Junge, hier passieren die krassesten Sachen, du verdienst das krasseste Geld und was weiß ich, keine Ahnung, da hast du eine Freundin, die verlässt dich, weil du im Cosplay an Fasching rumläufst. Nee, das sind einfach so Geschichten, wo du einfach sagst, naja, nee, da ist einfach Aufmerksamkeitsdrang dahinter und sowas liebe ich ja. Und dann gab es noch so einen Typ, der hat die ganze Zeit in AfD und NPD-Threads rumgewuselt und da seinen. Dass sich denn so vermengen muss, ne? Man, Ja, das hört sich immer so cheesy an, wenn man sagt, ja, man will sich ja genau um diesen ganzen Kram vom Außen nicht wirklich groß diskutieren zu müssen, in so einer in so einem Fandom einleben, in so einer was Bubble, halt ne? komplett unpolitisch ist. Also, Ja. es ist immer so scheiße, wenn Fandoms, die überhaupt nichts damit zu tun haben, gleich eben diese da sind sowas abdriften, wo du überhaupt gar keinen Bock hast gerade. Genau, richtig. Diese Off-Topic-Dinger waren immer mal ganz nett, so, Ja, aber klar, wenn das es dann ist. zu politisch wurde, habe ich immer gedacht, so, oh, come on, da gibt es ja tausend andere Ja, aber Foren, die das. klar, man kann off-topic, dann kann um Musik gehen, um das gehen und was andere. Kann auch von mir aus um Fußball gehen, keine Ahnung. Ja. Aber Politikthemen, die machen immer so viel kaputt. Ja, Das das habe ich ist. schon, das Oder habe ich immer. Religion. Ja, auch, ja. So Sachen, wo sehr viel Herzblut mit drin ist. Und Ja. dennoch in einem Fandom, wo noch auch viel Herzblut drin ist, das verträgt sich meistens. Waren auch witzigerweise mit irgendeiner Lollicon-Debatte war Religion und eben halt Politik, vor allem halt diese ganze Pegida-Scheiße und so, genau eigentlich die drei kritischen Threads, sage ich mal, die ich im Laufe dieser 10 Jahre erlebt habe. Also wirklich, wo es eskaliert ist ohne Ende. Da wurden Ja, dann der Bannhammer geschwungen ohne Ende, da wurden beleidigt, da wurde sehr zweifelhaftes Gedankengut niedergelegt in allen drei Threads, wo ich dann gedacht Hm. habe, okay, that escalated quickly. Aber es könnte.
nun mal irgendwo dazu. Also es ist halt irgendwie so, dass sich viele Leute mischen und nicht jeder mag jeden und so weiter, aber man hat Klar, stellenweise. das bleibt nicht aus bei einer großen Community. Ja, aber es hat sich irgendwie, finde ich, stellenweise habe ich immer so Leute gehabt, wo ich so am liebsten gedacht hätte, okay, den würde ich jetzt gern bannen oder blocken, der geht mir auf den Sack. Aber dann hast du aus Neugier irgendwie den wieder aus dieser Blockliste entfernt und hast trotzdem irgendwie wissen wollen, was der jetzt gerade so schreibt und so. Also es war irgendwie ein Es war bisschen schon irgendwie maso. Online-Drama. Ja, brutal. Oh. Brutal. Und es hat irgendwie Spaß gemacht, aber wie gesagt, was mich halt irgendwann verloren hat, war einfach ganz merkwürdige Kollegen oder auch Leute, die ich eigentlich mal nett fand und toll, die sich irgendwie ins extrem Negative entwickelt haben und auch so diese ganze Geschichte mit diesem Online-Drama, ne, was ja im Internet im Moment ja größer denn je ist. Und man würde jetzt sagen, ich fühle mich da zu alt dafür, aber es ist auch einfach so, ich habe einfach keinen Bock mehr, ewig lang zu diskutieren. Und es ist auch so, dass ich es fast schon peinlich finde, dass die Leute, die eben halt eben das anfangen und so viel diskutieren wollen und wegen Kleinigkeiten da auf die Barrikaden gehen, die halt teilweise sogar älter sind als ich. Also teilweise, nicht alle, aber Noch das schlimmer, ja. irgendwie, was ich so erschreckend finde, dass einfach nicht die, weil es ja immer heißt, die Jugend. Ich kann immer wieder betonen, natürlich wird es ein paar Junge geben, die da gerne diskutieren und mit Herzblut da voll dabei sind. Gerade im Anime-Manga-Bereich ist das halt natürlich halt einer der Communities, die da ein bisschen negativ auffallen im Internet. Trotzdem finde ich es erschreckend, wie viele eigentlich eher in meinem Alter und älter, ist fast schon kindischer Sinn. Gibt mir ein bisschen zu denken. Ja, und dann, was ich noch sagen wollte, wenn wir schon von Charaktere haben, dann gab es auch in letzter Zeit so ein oder zwei Leute, weiß jetzt nicht, ob das Mädel oder Jungs waren, ist mir aber auch egal. Auf jeden Fall, die hatten dann auch so in den Signaturen drin stehen, Anime ist mein Leben und haben dann irgendwie in Threads dann auch immer wieder betont, dass sie ohne Anime würden sie sich schon längst umbringen Animex. und da kann ich gar nicht so viel dazu sagen, ist vielleicht auch besser so. Ich war nie bei Animex, aber ich finde einfach so auch hier dieses Gedankengut so unfassbar Ja. zweifelhaft und angsteinflößend irgendwie, was mir die Anime-Community, wenn man sie jetzt mal so nennt und alles über einen Kamm schert, irgendwie gruselig und alles andere als sympathisch macht. Es ist so, es finden sich sehr viele merkwürdige Menschen teilweise zusammen, wo ich dann die Lust am Diskutieren und am Fansein so ein bisschen verliere in diesen Foren, ne? Weil es einfach, keine Ahnung, stell dir mal vor, du hockst in einem Raum mit einer, die sich eigentlich jederzeit umbringen würde und die ganze Zeit eigentlich nur über Anime und Manga redet und eigentlich gefühlt nichts anderes kann. Und dann hast du einen Typ, der extrem auf Gore und was weiß ich steht und dir eigentlich, keine Ahnung, jedes Mal, wenn du Das ihn ist anguckst, zeigt er dir ein Bild von Welcome einem to auf. the Internet, ne? Das Ja, ist genau, zeigt er dir jedes Mal ein Bild von einem aufgetrennten Torso oder so. So, hey, guck mal, ich habe ein neues Bild. Guck mal, ich Das habe ein neues Bild. konnte ich Und immer sehr gut mit um, ne? War sehr ja. herrlich, ja. Ich habe sowas, ich habe da einfach keinen Bock drauf und ich hasse es, wenn mir Leute das quasi so ins Gesicht drücken. So, das ist halt auch so diese Es gibt so Dinge, die Respektsache. will ich, will ich, will ich, weiß, das reicht schon, dass ich weiß, dass es existiert, dann muss ich es nicht sehen. Ja. Und dann hast du, keine Ahnung, da hast du noch so einen NPD-Pegida-Typi Noch. da am Tisch sitzen, ne? Und dann hast du einen Typ, mit dem du über Manga reden kannst, also wirklich normal. Und das ist irgendwie traurig. Ja, das ist halt, Eine traurige Mischung. wenn viele Leute aufeinandertreffen, das ist, wenn du so einen Stammtisch hast mit Leuten, die du nicht kennst, Ach das so, ja, ist. und Pinocchio sitzt noch am Tisch. Stimmt, Pinocchio habe ich vergessen. Und der sticht dir immer die Augen aus, genau. Genau, der erzählt eigentlich jedes Mal, wenn er was sagt, kannst du sagen, ja klar, halt die Fresse, das stimmt eh nicht. Und dann hast du noch so einen alten Typen, der eigentlich so die ganze Zeit denkt, er wäre lustig, ist aber nicht. Ja. Und
Und irgendwie aber auch die ganze Zeit davon spricht, wie alt er eigentlich ist und ja, keine Ahnung, und tut so, als wie er wäre der weiseste Mensch auf Erden. Sowas liebe ich auch, Ja, ne? So. das ist auch immer, wenn ich irgendwo lese hier, dass irgendwo, keine Ahnung. Keine Ahnung, hier im Bälleparadies findet ein Meisterschaft statt. Welche von den Kindern können die meisten roten Kugeln finden? Da gehe ich, dann stelle ich mich immer in die Ecke und dann, ich bin 50 Jahre älter als ihr. Dabei bin ich erst 26. Ja, genau. Ich kann es viel Und dann besser als ihr. rege ich mich den ganzen Tag auf, dass mich da keine Sau respektiert. Ja. Genau so, sowas, genau. Oder auch so dann nochmal ein Extrembeispiel. Eigentlich jemand, der eigentlich relativ nett ist und offen und so weiter, aber die einfach durch seine Standard so dermaßen auf den Sack geht, weil du einfach merkst so, ja, okay, der ist zwar nett und alles, aber der ist halt überhaupt nichts Besonderes. Das ist einfach, ist halt einfach so der menscht vor sich hin. Aber hey, du hast nicht wirklich das Gefühl, dass du viel mit dem jetzt über irgendwas Spezielles reden kannst. Der redet überall mit, der findet alles toll. Der, weißt du, so richtig so, Pervert. der ist einfach nervig, einfach weil er so tut, als wie er wäre perfekt und für alles offen und Also ihn dann. interessiert alles. Und das ist genau auch wieder so dieser Punkt, wo einfach dieses zu nett und der hatte eigentlich nichts, der hat sich auch nie aufgeregt oder irgendwie sowas, der war einfach nur nett. Und sowas regt mich auf. Das ist einfach auch scheiße langweilig, wenn du mit solchen Leuten dann schreibst, ne? So zum Beispiel eine private Nachricht, so, dann schreibt er dir und will auch jeden Tag eine Antwort und du denkst dir nur so, ah, es ist so langweilig, ich will mit dir nicht schreiben, bist aber nett und schreibst halt alle 3 Tage mal trotzdem. Was halt leider die Argumentation dahin macht, weil du dann trotzdem immer mit ihm schreibst. Und er denkt, du magst ihn, aber du magst ihn eigentlich nicht. Es ist schon ein bisschen masochistisch veranlagt, also so dieses Forenleben. Also man hat oft mit Leuten geredet und geschrieben, obwohl man eigentlich keinen Bock auf die hatte. Also es ist ein bisschen komisch. Aber wie auch immer. Ich finde auf jeden Fall, dass Foren was ganz Besonderes sind in diesem Format, weil, wie gesagt, sie gibt es so in dieser Art nicht mehr. Was zur Hölle war das? Okay. Keine These. Ahnung, es war ein Alien, das gerade aus deinem Brustkorb gestochen ist. Sorry, ich habe gerade zu viele Alien-Reviews gesehen. Es ist jetzt, Ja. es hätte es hätt echt so. Ja, irgendwie, ja, das ist Facehugger-Action. der Klingelton für einen ganz komischen Menschen hier. Das ist, ja, gut. Wahrscheinlich. War auch der. Nee, alles klar. Anderes Thema. Apropos komische Menschen. Nee, ja, Anime Mirko war was Besonderes und hatte viel Potenzial und viel Ideen, aber nicht so ganz umgesetzt. Ne? Man hatte mal dieses Armradio, wo ich auch eine Zeit lang Radio gemacht habe. Die Leute, die ganz alt sind auf dem Kanal hier, werden vielleicht die ein oder andere Radiosession von mir sogar mitgekriegt haben, weil ich ja mal Radiomod war, sogar zweimal. Ja. Und das war eigentlich eine schöne Zeit. Das hat Spaß gemacht und das hat mir auch geholfen, ein bisschen offener und besser zu sprechen, was mir in dem Sinne auch nochmal geholfen hat, einen Beruf zu finden, in dem ich gut bin und mir Spaß macht und so weiter. Also von daher ist das nichts Verkehrtes gewesen. Auch war meiner Meinung nach mit auch einer der schönsten Zeiten. Die Anfangszeiten waren wundervoll, weil da viel los war. Man hat viele Ja, unterschiedliche klar. Leute Man kann ja mal getroffen. sagen, dass man sich ja so darüber kennengelernt hat, eigentlich nur. Ja, genau, Also richtig. die viele, die ich heute noch kenne, die habe ich da kennengelernt. Das jetzt was Anime, Manga in Deutschland betrifft, muss ich sagen. Was viele? Dann kennst du ja sogar mehr als ich, also mehr als dich. Jetzt Drei. mehr als dich? Drei, echt? Das Ja, so ist. mit denen man wirklich so, wo man sagt, mit denen redet man täglich noch. Ja, So, Tomo zum ja. Beispiel. Auch. Ernsthaft? Ein bisschen noch. Selten. Ernsthaft? Selten. Das macht mich jetzt fertig, weil der Tomo war eigentlich so ein Charakter, den eigentlich so ziemlich jeder gehasst hat. Er wurde auch irgendwann gebannt. Mehrmals. Mehrmals sogar, ja. Okay, gut zu wissen. What? Hier tun sich gerade Abgründe auf.
Aber ja, es gab halt auch, Tomo ist eigentlich ein schönes Beispiel, es gab halt wirklich so Momente, die dann die Leute zusammengeschweißt haben, aber auch total auseinandergedrückt haben. Wir hatten zum Beispiel übel den Streit, wir haben uns gehasst, ne, am Anfang, Flo und ich, wir haben uns gehasst wie die Pest. Stimmt, da war Ja, ja was. und wir sind Warum nur, eigentlich nicht? ja, ne, wir sind nur eigentlich letzten Endes, sage ich mal, Freunde geworden, weil wir eingesehen haben, dass eventuell beide was richtig sagen und beide was falsch. Und ich meine, sowas ist selten. Also da bin ich heute noch stolz drauf, dass wir das beide so hingekriegt haben, dass. Aber wenn ich so an meiner ersten, Sp also wenn ich, gut, der, das Passwort des Rückgangssystem hier, claim your password, Kennwort vergessen, das ist broken, das ist total im Arsch, deswegen werde ich wahrscheinlich meinen Account nie wiedersehen. Und deswegen, ich glaube, wenn ich noch einige Sachen, die ich da damals geschrieben habe, jetzt lesen würde, dann würde ich vor Scham im Boden versinken. Das kann ich mir richtig vorstellen. Ja, das geht mir teilweise auch schon so, wenn ich da so ganz alte BDV-Posts anschaue, da denke ich auch so, holla die Waldfee, ja, Punkt und Komma kennst du halt aber auch nicht, ne? Also so, es ist so Unter teilweise echt anderem, ja, ganz, ganz genau. furchtbar geschrieben und, aber man muss ja auch dazu sagen, wir waren ja auch noch Ja, jünger. klar, ey, wie alt war ich da? 17. 16 war ich, Ja, als ich 16, da. 16, 17. Und teilweise halt auch nicht wirklich was zu tun, ne? Man hat halt Schule Ja, gehabt nebenbei und Schule gehabt und vielleicht Ausbildung oder so, aber trotzdem, also später dann, aber trotzdem jetzt nichts, wo einen so derbe, sag ich mal, wie zum Beispiel wie eine Arbeitsstelle so derbe beschäftigen kann und einnehmen Ja. kann. Und da hat natürlich dann irgendwann auch ein bisschen das Schreiben aufgehört. Und es sind halt keine Jungen nachgekommen, das muss man auch dazu sagen. Also es sind eigentlich sehr selten wirklich junge User nachgekommen, weil man halt einfach bemerkt hat, das ist ein antikes System. Das wird es so nie wieder geben. Irgendwann wird es einfach komplett aussterben und dann gibt es eigentlich nur noch alte Säcke, die da eben halt drauf sind, weil sie es halt nicht anders kennen oder nicht kennen wollen. Ja. Oder sich halt einfach aus den Foren kennen und weiterhin Bock aufeinander haben. Ja. Was bei mir der Fall nicht mehr ist. Also ich habe endgültig mit Anime Miyako abgeschlossen, weil ich mir sage, nee, es ist einfach so, ich habe auch bemerkt, wie oft ich mich eigentlich aufgeregt habe über Posts, wo ich mir gedacht habe, eigentlich kann dir doch der Sack scheißegal sein, was der schreibt, was der denkt. Doch Ja, eigentlich es kackegal. ist Aber eigentlich, trotzdem fühlt man sich ja. irgendwie involviert und man hat irgendwie immer das Man Bedürfnis muss dann. jetzt seine Online-Ehre verteidigen. Ja, nee, das ist zumindest Ja. irgendwie was sagen oder also nicht stumm sein, was ich auch prinzipiell nicht verkehrt finde. Aber wenn ich dann so Momente hatte und ich glaube, das war so einer der Punkte, wo ich, das war sogar gerade heute, wo ich beschlossen habe, so, nee, jetzt ist echt endgültig gut, weil du regst dich jetzt nur unnötig drüber auf. Weil es ist halt so, dass jetzt der Hauptadmin gesagt hat, so nach all den Jahren, wo er sich nahezu nie gemeldet hat, geschweige denn der andere Rest, also quasi, was gibt es neben Admin noch? Techniker und sowas, ne? Auf einmal gemeldet und gemeint, so, ja, nee, machen wir nicht mehr, ich bin viel zu beschäftigt und ich habe kaum noch Zeit und bla bla bla. Und es ist schon so das Argument. Oder der andere hat auch gemeint, ja, wir haben ja jetzt eine Familie und deswegen habe ich keine Zeit mehr für AM. Und es ist, ich sage immer, call it Bullshit, weil wenn du Bock hast, wenn du wirklich Lust hast, wenn es eine Leidenschaft von dir ist oder wenn dir wirklich viel daran liegt, dann kriegst du das auch ab und zu mal so nebenbei hin, wenn du eine Familie hast oder sonst was. Das wird de definitiv. Wenn da Leidenschaft drinsteckt, Herzblut und so weiter, dann kann man das machen. Es gibt Leute, sie sind verheiratet und sind fucking Regisseure. Ja, come on. Ja, also nur so ein Beispiel. Klar, Ja, natürlich ist es klar, deren ja. Arbeit Ja, auch, aber die kommen aber. damit ja auch zurecht. Das ist ja nicht nur, ich muss jetzt sofort alles aufgeben, damit ich mich in mein 1960 konformes Leben einleben kann. Ja, Dass ich genau. mit so einer Metallbrotdose aus dem Haus gehe und 12 Stunden später wiederkommen und ins Bett falle. Ja, genau, das ist halt. Und ich hasse diese Aussagen einfach. Dieses,
Das ist im Grunde für mich nur, ich habe eigentlich keinen Bock mehr und ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich will aber nicht unhöflich sein, also sage ich halt, ich habe keine Zeit mehr, weil ich bin im Studium oder ich arbeite jetzt und ich habe keine Zeit mehr für AM. Ja, aber gleichzeitig bist du eine Stunde oder zwei auf YouTube und guckst dir 5-Minuten-Videos die ganze Zeit hintereinander an. Dafür reicht die Zeit komischerweise, aber vielleicht mal ein bisschen kurz auf AM gehen und gucken, nach dem Recht gucken, was vielleicht, wenn es hinkommt, 20 Minuten vielleicht dauert, wenn überhaupt. Dafür habe ich keine Zeit. Also das geht gar nicht. Also das sowas finde ich halt einfach echt zum Kotzen. Dann sag doch halt wenigstens, du hast keinen Bock. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, ich habe keinen Bock. Es wird irgendwie auch schon irgendwie ein Thread gemacht, so von wegen, wer will der nächste Admin sein oder so. Ganz klar, da würde ich direkt sagen, nee, Leute, ich habe keinen Bock. Ja, ich habe echt keinen Bock. Der würde ich nie machen. Nie. Und ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, man hat keine Lust. Ich finde es auch vollkommen in Ordnung, Ja, wenn man man muss nach nicht all so den drum Jahren. rumschreien, ne? Wenn man sagt, das ist einfach, ich laufe hier, ich trete hier auf einer Tretmühle, komme nicht vorwärts mit dem Ding, was ist damit noch? Ja, ich finde es ja auch vollkommen legitim, wenn man einfach sagt, ja, ich habe keinen Bock, ich habe jetzt 10 Jahre oder was weiß ich, habe ich das gemacht und ich habe bemerkt, bei mir ist irgendwie die Luft raus, ich habe nicht mehr so das Ja, und vor Interesse an allem, dem wenn Forum. das Boah. Projekt selber eigentlich selber nicht mehr weiß, was es eigentlich sein will. Nee, das auch. Es gab mal Das irgendwas mit Card Game, wo da implementiert wurde, wo ja, die Leute es gefragt war ja auch zu wurden. der Zeit, als es rauskommt, muss man sagen, Anime-Torrents wollte jeder. Das Alle so. wollten es haben. Ja. Alle wollten in manchen Fällen dann natürlich auch noch hier deutsche Untertitel, die ganzen Subgruppen. Das war der heiße Scheiß. Und da war halt in dem Moment, Foren waren eigentlich die beste mögliche, und AM hat ja auch selber einen Tracker gehabt oder hat immer noch, ich weiß Und es nicht. sogar Fansubs, ne? Genau. Und das war halt in dem Moment genau das, was die Leute zu der Zeit wollten. Jetzt hat sich das alles, Torrents, da trauen sich viele nicht mehr ran, verständlicherweise. Es hat sich alles so auf die Direkt-Download-Schienen ausgelagert und da gibt es schon wieder ganz andere Verteilungsmöglichkeiten, die viel einfacher sind, als da jetzt zigtausend Foren durchzuwühlen und vor allem du gibst da was in der Forensuche ein, findest 20.000 verschiedene Posts und nicht mal das, was du willst, die Hälfte ist tot. Und das bringt dir dann ja auch nichts. Da gibt es ja effektivere Sachen schon, teilweise von den Subgruppen dann auch selber. Wobei ich interessant finde, dass jetzt zum Beispiel auch ich bin nicht auf AM gestoßen, weil ich irgendwie deutsche Subs haben wollte oder sowas. Ich bin einfach irgendwann drauf gestoßen, weil ich nach irgendwas gesucht habe, nach einem Bild oder so von einem Anime und bin dann halt irgendwie auf AM gestoßen, weil ich glaube, die gerade einfach das Bild genommen haben für irgendeinen Forum-Post oder irgendwie für irgendeine Sub-Gruppe oder weiß der Geier, so ein Angebot halt von einem Torrent oder was weiß ich. Und da bin ich halt drauf gestoßen und habe gedacht, hey, die reden da über das, was ich auch cool finde, da habe ich Bock drauf. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich da noch aufgekommen bin. Naja, wahrscheinlich Hentai. Denke ich mal. Wie alles bei dir. Deine Origin Story ist einfach nur Hentai. Das ist einfach, das ist irgendwie ein bisschen traurig. Aber es hat Es hat sehr funktioniert, ja. funktioniert. Oh Gott, ja. Ah, schön. Ja. Mann, oh Mann. Es war eine lange, lange Zeit und Eine Ära geht zu Ende. eine Ära geht zu Ende und hätte eigentlich schon vor, wenn wir ehrlich sind, 3 oder 4 Jahren hätte zu Ende gehen sollen. Man hat sich dann irgendwie nochmal aufgerappelt, aber ich sag halt immer, da sind halt die Leute dran, in Anführungsstrichen, schuld, die damit einfach nostalgische Gefühle verbinden, vor allem halt der Ältere da zum Beispiel. Und der hat ja da auch irgendwie monatlich Geld reingepumpt und Das war ja auch noch so das ein, war auch das noch war ja sowas. eigentlich schon fast wieder ein Running Gag mit den Ja. Spenden und Ja. oh, wir schaffen es diesen Monat nicht, wir werden sterben Der und Server dann kostet kommt da 120 €. irgendwo so random 300 Euro, keine Ach Ahnung. so, ja. Und Am Anfang waren es 300 oder sowas. Also es war viel, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr wie viel. Und es war halt das allererste, was du gesehen hast, das war der ganze Bildschirm mit dieser, du musst jetzt spenden, Sache da. Das war ja, bam, Spende oder ich werde sterben. Also genauso wie bei der einen Folge mit den Simpsons. Trink oder ich werde sterben. Nee, wann war das nochmal? Ja, egal.
Ja, es ist auf jeden Fall lächerlich gewesen, wenn man auch, ich meine, ich habe ja auch durch andere Leute mal verglichen, wie viel jetzt eigentlich so ein Server kosten würde, so maximal, wenn man quasi das Potenzial von AM übertragen müsste und so weiter. Es ist halt einfach lächerlich, wenn man überlegt, wie viel Geld da rein investiert wurde. Also ja, Strom gehört auch noch dazu. Ja, what the fuck, zahle ich jetzt die Stromrechnung für einen Nee, Admin oder was ist da? es war ja irgendwie, die brauchten ja so einen Server, der dann auch noch einen Torrent-Tracker unterstützt. Das ist ja, der braucht ja dann ein bisschen mehr Traffic und hier und da, das ist ja ganz gut. Dann war es halt so, dass der irgendwo im Ausland stehen musste. Auch alles schön und gut. Aber es war dann doch relativ undurchsichtig, woher sich das jetzt diese immensen Summen da zusammensetzen für ein Forum, wo dann später am Tag 50 Leute dann mal drauf waren. Wir haben vor allem mal bei dem Radio haben wir mal einen Monat lang. Also ich habe tatsächlich nichts gemacht, weil ich im Nachhinein sehr dankbar bin, dass das irgendwie unter das Radar gerutscht ist. Aber die haben 1 oder 2 Monate lang haben die Gebühren an GEMA gezahlt, was ich voll lustig Oh finde. Vor allem, weil wir ja eigentlich nur haben eigentlich ja. nur Anime in die Ja, Welt getragen, ne? Anime-Musik, so, Ja, ja. und da haben wir GEMA Weiß man gezahlt. nie. Äh. Ich glaube immer noch nicht ganz, dass das letzten Endes dahin das Geld gegangen ist, aber hey, auf jeden Fall hieß es dann nach 2 Monaten so vom Admin oder wem auch immer, wir lassen das jetzt einfach, das ist zu kompliziert, wir machen es einfach nicht so ganz erlaubt. Und da habe ich gedacht, so, ja, GEMA, Anime-Musik, da ist doch irgendwas nicht ganz. Okay, gut. Man muss dazu sagen, wir hatten auch einen Radiomod, der halt auch mal Metal und Rock gespielt hat, ne? Aber Ja gut, das ist bei so kleinen das ist Online-Radio, da ist es mit GEMA, du spielst einen Song, dann zahlst du so eine Pauschale, das ist ja nicht weiter besser, als sich mit den Spackos anzulegen. Ne? es waren zwei, insgesamt 15 € oder sowas, Ja, war jetzt halt genau, auch nicht die Welt. das ist nicht die Welt, ja. Aber es war trotzdem merkwürdig, dass wir es dann 2 Monate durchgezogen haben und dann hieß es so auf einmal, ah nee, es ist zu kompliziert, kein Bock. Da habe ich so richtig so das Gefühl gehabt, oh, okay, da fängt dieses kein Bock schon an, so, na, kein Bock, mich jetzt irgendwie da in was zu vertiefen, ist halt eh nur Anime-Miyako, so. Und da habe ich schon so bemerkt, okay, jetzt geht's langsam, aber sicher downhill. Und so war es ja auch dann letzten Endes. Ich meine, das Pferd ist echt schon totgetreten und es wurde halt immer noch mal, Es wurde immer wieder, es und wurde immer es wieder. wollte eigentlich nur noch aufhören zu atmen. Das wollte eigentlich nicht mehr leben, aber die sind alles Ja, drauf, wie das, wenn so. man, dann kann man natürlich noch sagen, ja, die Leute, die sich da zusammengefunden haben, die wollen ja jetzt auch weiter labern. Gut, dann sollte man sich schon mal überlegen, nicht eine Discord-Gruppe oder sowas, für die dass die sich untereinander da behalten können. Alter, das ist ja sowieso Aber, das Lächerlichste überhaupt. naja. Ich habe ja heute, nee, gestern war's. Gestern habe ich noch so einen Satz gelesen, wo ich so innerliche Krämpfe gekriegt habe, weil da ist da einer, der will da halt wirklich alles für tun, dass die Leute sich aus dem BDV nach wie vor noch treffen und miteinander labern können und was weiß ich, ne? Und dann hieß es so, dann lass uns doch alle Skype-Nummern austauschen und so weiter. Und dann denke ich schon, alle, wer heute noch Skype nutzt mit dieser ganzen Werbescheiße und so, der hat halt auch irgendwas verpasst. Aber wie auch immer, dann ging es darum, dass der eine dann meinte, ja, wäre hier in dem Fall nicht eine WhatsApp-Gruppe einfach einfacher und sinnvoller. Und dann meinte der andere, der meint der rum wiederum, der ja eigentlich darauf erpicht ist, dass alle die Chance haben, sich, ne, zu treffen und bla bla bla, meint dann so, nee, weil er hat kein WhatsApp. Er nutzt seine ganzen Kontakte und so, hat er nur auf Skype und er nutzt sonst nichts anderes. Und da habe ich nur so gedacht, okay, du willst, dass alle Leute zusammenkommen, aber die Leute sollen alle Das das muss dann sein, was nutzen, er nutzt. Aber gut, was. WhatsApp würde ich dafür auch nicht nehmen. Da kennt ja nicht jeder meine Nummer, da will ich auch nicht. Das ist korrekt, aber einfach so diese Aussage, jetzt muss ich das, du Arsch, jetzt muss ich das nutzen, was du nutzt, weil du das so haben möchtest. Du Ja, kannst mich mal. das kenne ich mit Discord. Also. Ja, du Aber ich hätte kannst mich letztens mal. erst einen Kumpel wieder dazu bewegen können, überhaupt mal Discord zu nutzen, weil alle hauen ab und keiner will mehr mit mir skypen. Alle gehen zu Discord, alles scheiße.
Ja, warum will man überhaupt noch skypen? Weil Ja. diese ganze Werbung und das Ganze macht teilweise das Programm auch so langsam und behäbig und. Das Problem ist, die machen da ja nichts mehr dran, seit das zu Microsoft gehört. Das Ja, wird ja eben. einfach nur noch, oh, wir haben es jetzt mal für Windows 10 geupdatet. Ja, schön. Ja, also ist halt echt Und dass grausam. sie sich dann wundern, wenn Open Source quasi, beziehungsweise ein ganz anderes System, was wesentlich simpler ist, den Rang abläuft, dann ist das auch kein Wunder. Die Da fehlt Gruppe, man muss dazu sagen, wir haben Henrik verloren, ne? ja, gut. Henrik ist halt weg jetzt. Wir haben keinerlei Möglichkeiten mehr, mit Henrik Kontakt aufzunehmen, weil er war halt erst bei uns in der Discord und dann jetzt irgendwie meldet er sich nicht mehr und ich habe das Gefühl, dass er Discord nicht so gut fand, hat uns aber nichts gesagt und ist jetzt einfach weg. Oh. Ja, also ich habe ihn noch in der Liste, aber er reagiert nicht, deswegen denke ich einfach mal, dass wir ihn nicht mehr haben. Also, das ist halt auch sowas. Wir haben Henrik verloren an Skype. Oder Discord, je nachdem, ich weiß es nicht genau. Das ist irgendwie eine traurige Geschichte. Man kann Menschen verlieren. Ja, also seid hundertprozentig sicher und Das deinstalliert wird irgendwann Skype mit nicht Discord sofort. auch wieder so sein. Dann geht's wieder um den neuesten Scheiß. Ja, ja, ja. Irgendein Holo-System oder so oder VR-Chat, keine Ahnung. Graust mir jetzt schon. Und so schließt sich der Kreis. Ja. Alles wird irgendwann mal alt, veraltet, die Leute nutzen es nicht mehr, weil der Lebensstandard anders wird. Die Art, wie die Leute leben heute, geht ja alles viel, viel schneller als Oh damals. ja. Deswegen hat man da auch keinen Bock mehr, irgendwie ewig lang in Foren rumzulesen oder große Beiträge zu schreiben, wobei es manche dann immer noch auf YouTube machen, aber ich glaube halt auch, dass es in die älteren Generationen, glaube ich einfach, habe ich so langsam das Gefühl, dass das nicht die Jüngeren sind. Die haben da keinen Bock drauf. Die sind Ja, das ihre ist klar. Die wollen ganz einfach Twitter-Walls da, Twitter ja. und irgendwas, was schnell geht, was Ja. viele mitkriegen. Ja. Finde ich aber Nur, auch sinnvoller es mittlerweile, ist auch muss ich sinnvoll, sagen, ja klar. weil Und dieses ganze zu viel Schreiben. so ein Forum, das ist denn im Vergleich dazu so ein geschlossener Club mit einem Schild dran, geschlossene Gesellschaft. Ja, genau. Ja, und da baut sich denn halt, es ist schön für das, was innen drin noch vorgeht, aber von draußen kommt da nicht mehr viel. So wie der Maison Manga Discord Club, der ist, ich habe gehört, der ist super. Ja, der soll Der echt der ist ja heiße so, Scheiß sein, ist ja ey. heiße Scheiße. Der ist neu, top aktuell. Jeder kann mitmachen. Es ist fantastisch. Nackte Catgirls an jeder Seite. Natürlich sind die leider doch angezogen, aber Der okay. in der Schmuddelecke ist erlaubt. Ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, alles hat irgendwann ein Ende und bei uns war es einfach jetzt der Fall, dass Foren so langsam ein Ende finden. Ja, wie Also gesagt, zumindestens ich bin schon diese. länger da raus. Ich habe Ja. jetzt gerade die letzte, als du mich darauf hingewiesen hast, erstmal wieder ein bisschen gelesen da. Wie gesagt, mein Account, der ist ewig weg, weil Ja. die sind zu blöd, ihr System da zu reparieren. Dann ist mir das auch Naja, die scheißegal. sind nicht so blöd, die haben einfach keinen Sinn mehr darin gesehen, weil. Ja. Ja. Da hast du schon bemerkt, dass halt schon diese Lustlosigkeit einfach Und schon einen da zweiten war. Account zu erstellen, ist euch Strafe verboten. Ja. Ich hab auch einen zweiten Account. Damit habe ich immer irgendwelche Charakter-Votings Oh, Scheiße. hochgemacht. Soll ich dir eine Feile in dem Kuchen zum in den Knast schicken, wenn die das rauskriegen? Kannst du gerne machen. Ich fand es einfach lustig, weil mich hab's manchmal so genervt, dass wenn. Weißt du, es war auch so was, weißt du, da kamen dann irgendwann diese ganze Leute, die halt die Seasons hoch und runter gucken und da denkst du so, hast du nichts Besseres zu tun so? Ich meine, weißt du, dann kriegst du so Kommentare wie mit, ah ja, ich habe jetzt die Season mal so weit geguckt und zwei Anime finde ich gut, den Rest habe ich gedroppt und weißt du, und dann sagt ein anderer so, also ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, gut, ich bin nicht so wählerisch wie du, ich habe alle 15 oder Serien oder so schaue ich im Moment noch und ich denke so, Alter, what? Das ist halt eine Season und das war halt bei dem immer der Fall. Das ist so, what? Weißt du, kannst dich auch überhaupt nicht mehr mit den Leuten so tun. Da ist überhaupt keine Sympathie mehr in dem Moment, weil ich einfach nur denke, ihr seid einfach nur hobbylose Opfer. Es ist einfach nur, es ist,
so ein Grießkram. Ja, ich würde einfach. What the fuck, Mann? Also, es sind echt merkwürdige Menschen unterwegs in solchen Anime-Foren und, Ja, das hört damit nicht. Es ist nee, überall. es ist Es überall, bist es in der ist. Community und dann bilden sich diese kleinen Grüppchen und dann. Das siehst du ja, wenn du auf Sankaku hier liest, Class A Otaku oder wie das war und B und so einer so zum Beispiel im Sinne von, er mag alles, wenn es bunt ist, cute girls, cute doing cute things, fertig, das ist, mehr braucht man nicht. Dann gibt es da einen, oh, hab da gerade einen Panty-Shot gesehen, dropped. Das ist mir nicht erwachsen genug. Ja, ich muss ja immerhin anderen Leuten davon berichten und die dürfen nicht denken, dass ich irgendwas anschaue, was ihnen Ich nicht sitze zu gefällt. Hause, schredder meine Steuererklärung und gebe mir die intravenös. So erwachsen bin ich. Oh, schön. Ja, ich würde sagen, oder hast du noch irgendeine, ist dir noch irgendwas eingefallen? Ich bin gerade am Überlegen. Ah, stimmt, also kannst du ja noch überlegen, ich muss noch was erzählen. Und zwar, ich habe mich damals, es ist auch einer der Gründe, warum ich dieses Forum irgendwann mal ein Stück weit habe gehasst, also hassen gelernt, weil es ist so, ich habe mich irgendwann, gab es so eine Phase, wo ich mich richtig für dieses Forum ins Zeug gelegt habe. Ne? Wie gesagt, ich war Radiomod, sogar Ach, das ist die zweimal. Zeit, ja. Ich glaube, da war ich Ja, schon weg, oder? ich glaube, da warst du schon so gut wie weg. Du warst ab und zu mal bei den Radioshows dabei, das Ja, weiß ich stimmt, noch so. genau, Ja, aber nur stimmt. bei meinen. Ja. Was auch nicht so verkehrt war, weil das, also gerade von diesem Österreicher oder Schweizer oder was das da war, die Shows waren sehr grenzwertig und langweilig wie Sau. Der Also, Ossi. nee, nicht der Ossi. Ach so. Den Schweizer. Der Ach hat's mir recht. so, ach so. Oh. Okay, die kann ich mehr. Du. Okay. Egal. Auf jeden Fall gab es halt diese Zeit, wo ich mich richtig für engagiert habe. Und dann gab es auch so einen Contest, weil es hieß so, ja, wir machen neues Design und so weiter, ne? Ich glaube, das war 2013 oder 2000, ja, 2013 könnte hinkommen oder sowas. Und ja, wir machen ein neues Design für das Forum wird wieder voll cool und frisch. Wir leben alles wieder auf und so geil. Ihr macht jetzt einfach mal hier so die Banner für oben, ne? Und ich habe mich so ins Zeug gehängt. Jeder durfte ein Banner machen, egal wie viele, ne? Und dann wurde dann quasi halt gewotet, welche Banner dann letzten Endes ins Raster später kommen zur Auswahl. Und ich habe so viel positive Resonanz gekriegt dafür, dass ich halt der Obernoob in Photoshop bin. Also ich kann halt so mega Basics, nichts Besonderes. Aber habe ich so viel Lob und Anerkennung gekriegt, dass ich gedacht habe, Alter, geil, ich kann es vielleicht doch ein klein wenig. Ich bin jetzt nicht so krass wie die elitären Signaturtypis aus ja, Oh, das war aber so lustig. 2006 oder 2007. Mit so richtig Jury und. Ja, mit Jury und allem so. Ach ja, das ist aber nicht ganz so gut geworden. Na, da hättest du noch im Hintergrund den einen oder Ja, anderen Brush benutzen sollen das und dies. Typo ist nicht so Ja, mein Ding. Das ist. das Dass Typo, du ey. da. Oh, Ja, Mann. nee. Oh, das war mein Lieblingssatz immer. Ja, also die Typo gefällt mir jetzt nicht so. Alles Mediengestalter, alles. Ja, alles. Keine Ahnung, die waren vielleicht 12 oder 11 Nee, oder und so. es gab eine große Vorlage von irgendjemandem, den sie anhimmelten, und wenn das denn nicht so war wie von dem, dann war das gleich scheiße. Ist halt Ich würde nicht das, ich mache gut. das so und alles Gott. andere. Das war schon lustig anzusehen. Ja, es ist auf jeden Fall. Das ist auch so eine Zeit, das gibt's heute auch nicht mehr so wirklich, dass man irgendwie, also ich hab's, merkst es auch bei DeviantArt oder so, Signaturen werden nicht mehr irgendwie bewertet oder so. Die sind halt da. Die So, sind da. da sagt keiner mehr, oh, das ist aber, ich hätte da noch einen schwarzen Rahmen drum gemacht und da noch die Type und das gibt's heute irgendwie nicht mehr, weil es ist halt einfach scheißegal, es ist halt ein fucking Sig. Und die Sigs sind meistens auch scheißegal, weil es halt kaum noch Foren gibt. Also von daher ist halt echt so ein, Signaturen sind auch so ein Produkt aus diesen Forenzeiten, das ist einfach keine Sau mehr bockt. Keine Sau braucht mehr ein Sig. Das Einzige, was halt gemacht wird heutzutage, ist halt noch wegen Twitter und Facebook und Co. halt Banner, was ja im Grunde quasi eine Sig ist, so Ja, gesehen. ja, Nur ja. halt größer und hat eine andere Bedeutung. Und halt Avatare, die gibt's halt wahrscheinlich, die wird es wahrscheinlich ewig geben, denke ich mal.
Ich denke, Ja. da wird großartig nichts geändert, auch in Zukunft nicht, weil warum auch? Ich meine, es macht das, was es machen soll und es ist sinnvoll und jeder hat Spaß damit oder auch nicht. Und, jetzt bin ich aber komplett abgekommen wegen diesem Typo. Ach nee, ja, Photoshop, genau. Und da habe ich mich so für dieses Projekt da reingehauen und wurde dann habe ich dann auch voll viele abstauben können, also Gewinne, sage ich mal. Und dann habe ich gewartet. Gewartet. Oh, ich habe gewartet. Dann habe ich denjenigen gekannt, der ein bisschen dafür zuständig war, für die Designs und so. Der gute Adrian. Und dann habe ich mit Adrian geredet und gesagt, ey Adrian, hast du da schon irgendwas in der Mache und so? Ja. Dann hat er noch ein bisschen länger gedauert. Irgendwann war es dann soweit. Ich glaube, es halbes Jahr hat es gedauert. Und das Design sah auch echt gut aus und so. Es hat mir echt gut gefallen. Und ja, und dann hat auch der Admin gesagt, so, jetzt geht's halt los, ne? Jetzt machen wir uns dran und bald wird es soweit sein. So, wann war es? Ende 2016? Anfang 2017? Irgendwie sowas, ne? Keiner hat mir dran geglaubt. Auf einmal, zack, war das neue Design da. Also, wow. Das ist wie wenn YouTube ein neues Ja. Design hat und dann, oh. Und dann ist einem zwei Sachen aufgefallen. Erstens, das ist nicht das Design, das Adrian gemacht hat. Das ist einfach irgendein random, scheiß, langweiliges Standard-Ding. So, Ja. yeah, wie cool, wir sind jetzt die hippe neue Standard-Anime-Clique, so. Also, ich kann dir gar nicht erklären, wie scheiße ich diesen Banner fand. Das war eine Berglandschaft. Das ist so random Berglandschaft. Ja, ich sehe es Halt gerade. nur gezeichnet. Und dann hast du da einfach einen Ruffy in Badeklamotten, der dir so entgegenspringt. Und was war es noch? Ich glaube, irgendwas von TC? Sword Art Online. Also Was? so Ach, die Charaktere, CC die von. überhaupt nicht miteinander in Verbindung stehen, Halt einfach random so. proportional nicht zueinander passen Ja. und what? Also halt so voll qualitätsmäßig voll gut gemacht und es wirkt auch stimmig und alles so von den Schatten und so weiter. Aber halt einfach total random und so. Es wirkt halt in einer gewissen Form wirkt's wertig, aber es sieht trotzdem scheiße aus. Weißt du, es ist halt nicht Also, kreativ, es wenn ich es ist mir jetzt gerade zusammenge. so angucke, hätte man es damals da im Kreativtalk gepostet, dann hätten die das zerrissen. Ja, brutal. So, oh, Weißt guck mal, da sind die Haare nicht richtig ausgeschnitten. Oh, guck mal, da sieht man noch ein bisschen weiß. Der Render, der ist richtig scheiße. und das ist halt der Punkt, da wurde halt einfach auf diese ganzen Contests, die es davor gab, einfach geschissen. Dann habe ich das irgendwann einfach mal angesprochen und es wurde einfach ignoriert. Also da habe ich gedacht so, ey, das kann es ja wohl nicht wahr sein. Erstens mal, der Adrian hat sich dann ja Mühe gegeben, hat es dann gemacht und auf einmal wird da irgendein, also das sah wesentlich geiler aus, das Design. Das war so erinnert mich jetzt gerade wieder an Alien tatsächlich. Dieses Grün-Schwarz, diese Kombination, sah halt mega geil aus. Und es wurde halt einfach nicht genommen. Stattdessen hast du jetzt das, was du jetzt hast, das ist halt Standard, nichts Besonderes halt Das mehr. sieht Das halt ist so so. wie, ey, guck mal hier, deine Erfahrung. Ja. Ne? Wir mögen Anime, Anime ist unser Leben. So in Ja, etwa. genauso richtig so. Du könntest fast sagen, dieses Forum hat besondere Bedürfnisse in einer gewissen Form. Ja, das strahlt einfach dieser Banner und das Design aus. Und das war einfach für mich so in dieser Moment, wo ich gedacht habe, nee, Leute, das kann nicht angehen. Das ist einfach so, ey, wir machen ein Community-Projekt, aber im Grunde scheißen wir eigentlich auf euch, ne? Oder es ist mir egal. Ja? Und dann irgendwann aus dem Nichts kommen und dann sagen, ja, es tut mir leid, ich habe zu viel zu tun gehabt und deswegen konnte ich mich nicht so selten melden. Bullshit. Als ob du irgendwie knapp ein Jahr oder so nicht nichts mehr machen kannst im Internet, weißt du, so als, weißt du, so wenigstens so mal kurz schreiben, hey, Leute, ich bin noch da, hi, ne, hat nicht funktioniert, muss man, keine Ahnung, nur irgendwie zu irgendwelchen News oder Events oder sowas, also Events im Sinne von, wir machen Board-Update oder sowas wieder, da haben kurz mal gemeldet und was geschrieben und dann aber sonst wieder die Fresse gehalten und als wäre man nicht existent und wahrscheinlich war er auch dann nicht da. Und das ist einfach so eine Sache, wo ich sage, ja, dann verpiss dich, Admin, dann suchen wir einen neuen oder was auch immer, aber das ist doch Bullshit. Dann bist du kein Admin mehr, das ist einfach, dann hör auf.
Es hätte eigentlich schon vor Jahren machen können, aber wie gesagt, da rege ich mich einfach auf, weil ich hasse es, wenn die Leute dann mit irgendwelchen Ausreden kommen. Und das Großartigste und überhaupt Lächerlichste finde ich ja halt, dass dann jetzt irgendwie vor le den letzten 3, 4 Tagen auf einmal Leute aus dem Nichts kommen, weißt du, die ganzen Ja, Jahre dann hat sich das wohlbemerkt. wieder rumgesprochen und Ja. oh, passiert was? Ja, genau. Jahre nicht gemeldet, nichts geschrieben, gar nichts, wo vorher mal aktiver waren, gar nichts mehr gemacht. Und auf einmal, weißt du, gibt es halt das große Thema, ja, Anime Miyako geht jetzt zum Bach runter, es ist fertig, Ende Mai noch Zeit, ansonsten ist das Ding einfach weg. Und auf einmal kommen irgendwelche User wieder und meinen dann, oh, das bin ich aber geschockt. Und ich denke mir so, Bullshit. Wenn du mitgeschrieben hättest, dann wärst du vielleicht hättest du ein Stück weit dazu beigetragen, dass das Ding noch aktiver gewesen wäre. Dann wäre das nicht so vor sich hingedümpelt. Ne? Wäre das Ding noch heute genauso aktiv und krass wie zur damaligen Zeit, wo wir uns zum ersten Mal registriert haben, weshalb wir das auch geil fanden damals, dann hätte das funktioniert. Ja, aber wenn die Leute da nicht keinen Bock mehr drauf haben, dann würde ich als Admin auch sagen, ja, dann lohnt sich dieses, gesagt, halb tote Pferd dann nicht mehr irgendwie noch drauf zu reiten, weil es ist halt einfach so gut wie tot. Dann kannst du nichts mehr machen. Du kannst es nicht nochmal wiederbeleben, auch wenn sie es versucht haben. Die haben einfach das Pferd rot angemalt und haben gesagt, das ist neu. Weißt du, aber nein, es ist einfach doch Ja, noch und ist totes trotzdem noch Pferd. tot und Das ist ja verwest Todesbett, und das ist halt einfach nur rot angemalt, aber das macht einfach keinen Sinn mehr. Ja, es hat ein paar neue Feature, ja, es stinkt nicht mehr so, super, es ist trotzdem tot, es ist einfach, was hasse ich, es ist einfach so dumm. Und dann zu glauben, dass ja alles so von alleine läuft, naja, wir sind ja jetzt das neue Anime Miyako und keine Ahnung, das wird ja dann auch irgendwie 3, 4 Jahre gefeiert, wir also. haben das, wir haben das Forum neu erfunden. Die haben das ja gefeiert, ne? Die haben also das normale jährliche gefeiert, immer. Und dann gab es vom neuen Anime Miyako, wo das wird auch nochmal gefeiert. Das heißt, das neue Anime Miyako war irgendwie 3 Jahre alt jetzt oder so. Und das alte halt 17 oder nee, ich glaube länger sogar, 18 oder sowas, 19, 20, was auch immer. Es ist so lächerlich, einfach, das ist so, du merkst richtig, das ist eigentlich nur noch so Panikverhalten und so, auch wie halt gesagt, Nostalgiekette dranbinden, das kommt mir nicht weg, weil das ist mein Lebenssinn, was weiß ich. Vielleicht, nee, das wäre jetzt böse, das sage ich jetzt nicht. Ich würde sagen, wir hören auf. Es wird immer schlimmer. Ja, es wird immer schlimmer. Es war eine schöne Zeit, wir haben Ja, viel Schönes erlebt, wir haben uns definitiv, kennengelernt und ohne das wäre es vielleicht hier auch gar nicht entstanden. Muss man auch ja, dazu denke ich sagen, mal, mehr so ein Manga ne? wäre dadurch gar nicht entstanden. Die Welt ist groß. Ja, deswegen haben wir diesem Forum schon einiges zu verdanken, aber Jo. es sind halt auch sehr viele merkwürdige, unsympathische Menschen dazu gekommen, die das Ganze dann irgendwann einfach kaputt gemacht haben. Vor allem so Und die letzte Zeit so, das war. also die letzten. Es war ja auch noch diese große Zwischending da, diese große Zwischenzeit, wo entweder irgendwas war da doch, entweder war I am down Ja, oder irgendwie stimmt. gebannt oder. Also Ja, irgendwie aus Protest, irgendwas war da. Da hatten stimmt. wir ja noch unser Subforum da. Das ist, Stimmt. Anime Miyako war down und wir haben AM Notstrom ins Leben gerufen und haben dann quasi einfach weitergebannt auf einem anderen 0815 Forum gedützt. Aber einfach da ein BDV eröffnen und einfach weitergemacht. Also man sieht eigentlich, theoretisch gesehen hat man Anime Miyako als solches nicht wirklich gebraucht. Man hat nur den Es BDV-Dinger gebraucht, vielleicht ein paar war Fanclubs die, und genau, die Community, ja. diese kleine Randgruppe, die eigentlich am Anfang noch von allen gehasst wurde als die Spammer. Ja. Und Und die ohne diese einzigen, die Spammer. überhaupt jetzt noch was Ja, das ist schreiben. lächerlich, oder? Das ist. Das heißt immer, guck mal, wie viele Beiträge hier passieren, aber es waren eigentlich nur die, die sie anfangs immer gehasst haben. Weißt du eigentlich, wie viele Seiten der BDV jetzt mittlerweile hat?
Haben die den nicht mal gelöscht gehabt? Nee, nee, ja, also es wird mal gelöscht, also gelöscht in Anführungsstrichen, also in Quarantäne verschoben oder was auch immer, und wurde dann aber wieder hinzugefügt, weil die BDVler darauf bestanden haben, Ja, weil das stimmt, das Historie ist. war ja Ja. 11.000 irgendwas. Ich glaube mehr. Echt? Ja. Guck mal nach. Guck mal nach. Das kann man ja auch ohne Account sehen. Das kann man ohne Account sehen, ja. Ja. Also das. Also, je nach Einstellung, also mit der Standardeinstellung 11.000. 11.048 oder so. Echt, waren es doch nur in Anführungsstrichen nur 11.000 Seiten. Ich glaube mal, anfangs war es ja halt ein anderes System. Da waren halt weniger Einträge pro Seite gelistet, Ach ne? ja, okay. Aber trotzdem, also ihr müsst euch es einfach mal geben. Es sind über 11.000 Seiten. Ist halt schon. Ich meine, darauf kann man halt schon ein bisschen stolz sein. Ne? Das ist, und vor allem, ich glaube, ab Seite 100. Ab Seite 100 oder so war ich mit dabei. Das heißt, es ist einfach mal so krass einfach. Es macht es auch ein bisschen traurig irgendwie. Irgendwie, man hat es ja aufgebaut, ne? Das ist ja Ja. mit Nee, also nee, tra aufgebaut. nicht traurig in dem Sinne. Ich habe ehrlich gesagt nicht so den Skrupel, da jetzt einfach Schluss zu machen und Schlussstrich zu ziehen, weil ich den gefühlt auch im Kopf schon seit Jahren eigentlich gemacht habe. Aber einfach nur aus Gewohnheit, dann, man kennt es ja, man hat diese Gewohnheit und man klickt da täglich drauf und das gehört irgendwie einfach dazu. Das ist wie Leute, oder wie ich halt auch täglich auf Twitter gucke und hat irgendjemand was geschrieben oder gibt es was Interessantes oder sowas. So ist es halt einfach mit AM auch gewesen. Aber es war keine Leidenschaft oder Liebe, sag ich mal, mehr dahinter, sondern es war einfach nur so, ja, was gibt's, was schreiben die Penner gerade wieder. Nein, so böse will ich auch nicht sein. Ich habe nicht alle gehasst, es gab auch ein paar echt coole, aber ich habe eben Es nur war gesagt, eine geile Zeit. es war eine geile Zeit. Aber man wird alt, man die Zeiten ändern sich. Zeiten ändern dich. Man kann nicht mehr so viel an sich vorbeigehen lassen oder keine Ahnung, ignorieren, wie man es früher konnte vielleicht. Oder andersrum, man kann mittlerweile Internetdiskussionen viel besser ignorieren. Das stimmt. Stimmt auf jeden Fall. Ja, gab's. Ich muss gerade überlegen, ob wir jetzt wirklich alles haben. Haben wir alles? Ich glaube, wir haben echt alles abgefrühstückt. Glaube Ja, ja. ziemlich. Also, dann würde ich sagen, war's das hiermit. Und ich glaube, das Thema wird jetzt auch wirklich nicht, also nie wieder auftauchen, weil es, wie gesagt, Foren sind einfach Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes. Und vor allem Anime Miyako. Es gibt doch World of Hentai. Falls ihr Bock auf so ein Anime-Forum habt oder mal gucken wollt, was da so abgeht, könnt ihr gerne da auch mal reingucken, weil das war eigentlich so, ich sag mal so, das, also wirklich, wirklich, wirklich Rivalenforum. Da haben sich die Admins gehasst und so ein Shit. Ja, und da haben wir auch noch eine Geschichte gehabt mit so Eine einer, aber dunkles ein dunkles Zeitalter. Zeitalter, wo wir von AM kurz mal rüber wechseln wollten auf WOH und Was für das ein war. Schwachsinn eigentlich, wenn ich so drüber Ja, nachdenke. Oh ich. Gott, ist mir das gerade peinlich. Total. Und es war halt sogar noch scheiße. Also es war ja noch mit unfassbar beschissenen Momenten. Aber damit wollen wir euch jetzt auch jetzt hier in dem Fall nicht langweilen, weil so besonders war es halt auch nicht. Es war halt einfach, wir haben Nee. Leute kennengelernt, die waren einfach psychisch nicht so Oh. ganz stuffed. Also jetzt muss ich es doch erzählen. Doch, ich muss jetzt doch erzählen. Weil es einfach so. Oh, jetzt, oh, dieses, ich glaube, ich habe Ich mach's. PTSD Ich oder mach's kurz. Ich mach's kurz. Okay, kurz und schmerzlos. Wir haben halt aus irgendeinem Grund sind wir halt auf WOH gewechselt, weil ich weiß nicht, AM so lang down war oder nee, wir. ich glaube, die hatten den Spam-Bereich gelöscht und das war ja unsere Domäne. Ach so, ja, stimmt. Die haben den Spam-Bereich gelöscht. Da gab's so eine Art Hinterhalt oder sowas. Das war irgendwie dreckig. Und dann sind wir halt auf WOH gewechselt und da gab es ja auch einen tatsächlichen Spam-Ding mit Banne deinen Vorposter oder so. Da haben wir da halt gerade weitergemacht. Und dann habe ich dort vor allem eine Dame kennengelernt, die scheinbar Toho mochte. Ich weiß nicht mal, ob es eine Dame war, aber es hat sich zumindest so als eine ausgegeben. Es war jetzt nicht so diese typische Geschichte so von wegen, oh ja, Internetliebe oder was weiß ich, sondern keine Ahnung, man hat halt miteinander gelabert, wie halt mit anderen auch. Nichts Besonderes, ne?
Und ja, es war dann halt so, dass ich irgendwann dann so gemeint habe, ja gut, ich bin jetzt dann halt erstmal weg, ne? Urlaub, 2 Wochen, Italien. Naja, denk mir nichts Böses, komm nach 2 Wochen zurück. Sind auf einmal voll viele von meinen Leuten, also die bei AM waren, irgendwie weg. Ich denk so, was ist hier passiert? Und schreib halt ganz normal rein. Auf einmal werde ich gehasst ohne Ende. Ich weiß nicht warum. Und ja, es ist alles deine Schuld, weil dieser User, dieser Tomo, von wem, dieser Problem-User, der mit jedem eigentlich Streit angefangen hat, der ist halt von AM auch rüber gewandert und ja, da unter anderem, nee, ich will's, manche Sachen sollte man vielleicht nicht erzählen. Ja. Auf jeden Fall gab es halt auch Stress durch den halt wieder dort und bla bla bla. Und ja, ne? Dann wird zu mir gesagt, also dann hat sie auch original zu mir gesagt, ja, weil du die ganzen hierher gebracht hast, deswegen ist das Forum nicht mehr so schön, wie es mal war oder sowas. Also, ne? Die haben das alles scheiße gefunden, dass Tomo Ja, jetzt da war. man konnte diese Person hier, dieses Anführungszeichen weibliche Person, die konnte man unglaublich schön triggern, indem man sie als. Es gab doch mal diese 4chan-Regeln da, dieses if it says it's a girl, it's a guy. Was Und war ja? damit konnte man die unglaublich gut triggern. Immer sofort ausgerastet, sobald man das in Frage gestellt hat. Und da hat man sich dann halt ein Späßchen draus gemacht. Okay, das habe ich hier zum Beispiel gar nicht mitgekriegt. Ich weiß nur, dass ich dafür verantwortlich gemacht wurde. Ja, ich wäre schuld. Und da habe ich gemeint, ich ist jetzt, ich will jetzt nichts sagen, aber ich war halt einfach mal 2 Wochen weg. Also ich war nicht mal 2 Wochen im Inter. Ich war einfach weg. Vom Internet. Ich war 2 Wochen in Italien und ich komme zurück und ich werde auf einmal von diesem ganzen Forum, also von den Leuten, die da halt gespammt haben, auf einmal gehasst. Ich habe nichts gemacht. Ich hab einfach nichts gemacht und wurde gehasst. Das ist so wirklich so was mich in meinem Leben ein Stück weit echt verfolgt. Und es war einfach so dieser Moment, wo ich gedacht habe, ach, weißt du was, jetzt ist halt. Von mir aus, da gehe ich halt. Es ist mir zu dumm einfach. Aber ich fand's einfach, das ist so eine Story, die muss man einfach erzählen, weil wenn du nach 2 Wochen zurückkommst und einfach die Apokalypse ausgebrochen ist und du denkst so, jetzt war ich halt einfach mal 2 Wochen, jetzt war ich 2 Wochen nicht da und schon ist hier alles auf dem Kopf, jeder dreht durch, alle haben Waffen in der Hand und warum? Es war eine Katastrophe. Oh Gott, ist das eine schöne Geschichte zum Abschluss, das ist doch toll. Dann, wie gesagt, ihr merkt, es waren im Nachhinein auch wirklich witzige Momente dabei, lustige, amüsante, schöne Geschichten, die man erzählen kann, ganz klar. Trotzdem ist es gut, dass es jetzt ein Ende hat und ich hoffe auch, dass es ein Ende haben wird. Es Und ist die ich sage Vergangenheit euch, von einem und da sollte sie bleiben. genau, und ich sage euch ganz ehrlich, ihr könnt vielleicht mal aus Interesse reingucken, ich würde es euch aber gar nicht mal so empfehlen, weil tut mir einen Gefallen und versucht nicht da jetzt noch irgendwie in diese Community mit einzusteigen, weil es ist einfach nicht mehr empfehlenswert und ihr tut damit euch auch selber keinen Gefallen. Lasst es einfach, ignoriert es. Manchmal muss man die Dinge auch ruhen lassen und stehen lassen, so wie sie sind. Wir haben euch jetzt ein bisschen was darüber erzählt. Ihr wisst ungefähr, was auf euch warten würde, wenn ihr es nochmal wagen würdet. Von daher lasst es einfach, ignoriert es. Es ist besser so. Ja. Genau. Keine Ahnung, wie OH-Könnte reingucken, was weiß ich, da kann ich gar nichts zu sagen, ob das jetzt schlimmer geworden ist oder besser oder was auch immer. Wie gesagt, ich habe nach all dem kein großes Interesse mehr an so Klicken. Wenn man das mal so sagen kann, so sich da in irgendwie. Außer die Maze und Manga Ja, das ist klicken. natürlich erst das andere. Das ist eine Gang. Achso, ja, stimmt. Maze und Manga Gang. In Discord. Man kann das in YouTube, egal. Zu viel Werbung. Auf jeden Fall, danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben euch ein großes Spektrum an Wissen gebracht über diese Anime-Forenzeit. Und einfach ein Tipp von mir vielleicht. Erlebt einfach eure eigene. Ja, es Aber ist, es ist, es ist, es ist so ein persönliches Kapitel eigentlich nur. ja. Vielleicht haben andere ja auch noch ähnliche Geschichten, wie sie da überhaupt drauf gekommen sind. Ich denke mal, jeder hat irgendwie so seine
Wo so seine Online-Buddies so her hat. Die laufen einen ja nicht einfach so zu. Stimmt, das würde mich interessieren. Also, wenn ihr solche Geschichten habt, könnt ihr die wirklich gerne mal irgendwie entweder in Discord oder eben halt in die YouTube-Kommentare reinposten. Das würde mich interessieren. Oder vielleicht habt ihr irgendjemanden, den ihr schon lange kennt, eben durch euer Hobby und durch irgendein Forum oder Twitter oder was weiß ich und wollt darüber vielleicht reden oder was dazu schreiben. Es würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich denke mal, wir sind nicht die Einzigen, die das dementsprechend so erlebt haben. Und ich denke mal, dass auch viele in unserem Alter auch Anime-Foren kennen werden, eventuell. Denke ich mal, Weil das war damals halt noch der Shit, ne? Das war halt der Shit. Keiner kannte eigentlich kein Forum in der ja, Hinsicht. klar, es waren halt die Hubs, wo sich die Leute. Es wird immer irgendwas geben, wo sich mehrere Leute treffen, und das ist auch gut so, weil sonst stagniert das, ja. Aber es gibt halt mittlerweile neue Horizonte, wofür wir wahrscheinlich wieder zu alt sind. Genau, so sieht's aus, gell? Heyo, Ja, ich. heyo, heyo, heyo. Runter von meinem Rasen! Okay, ich würde sagen, das wär's für diesen Podcast. Bitte, danke fürs Zuhören und ja, viel Vergnügen mit dem anderen Contest auch. Content meine ich natürlich auf Nezomanga. Ich bedanke mich beim Flo, dass er mitgemacht hat, dass er hier schön Ja, aufgenommen hat bitteschön. und dass er jetzt auch schön hochlädt. Ja. Und danke und bis dahin, ich sage ciao. Bye bye. Bö.